wenig für Orgel komponiert. Und das Stück, das ich gerade eingespielt habe, eine Fuge, eine zweistimmige Fuge, hat er im Alter von 12 Jahren komponiert. Er war aber ein bekannter, versierter Orgelvirtuose, ein Orgelimprovisator. Und das heißt, ab seinem 12. Lebensjahr hat er in Vertretung seines Lehrers, Neefe, Orgeldienste übernommen. Und ab dem 14. Lebensjahr war er ein ganz offizieller Organist am Hof, am Bonner Hof. Und das heißt aber auch im Rhein-Sieg-Kreis. In diesem Rahmen Orgelkultur haben wir eine Orgelkonzertreihe konzipiert. 2 Konzerte in dieser Reihe finden auch in evangelischen Kirchen statt. Einmal in Altorf an der Walmsorgel und einmal in der Auferstehungskirche in Siegburg. In Altorf hören wir ein Programm für Flöte und Orgel. An der Orgel ist Professor Johannes Geffert. Schwerpunkt des Programms wird Barockmusik sein. Und in der Auferstehungskirche hören wir ein Jazzprogramm mit Barbara Dennerlein, eine Spezialistin in diesem Fach. Ich habe die Freude, das Abschlusskonzert leiten zu dürfen. Es ist ein Chorkonzert. Die Orgel kommt natürlich auch vor als Begleitinstrument, aber nicht solistisch. In diesem Konzert bringen wir 2 Werke. Zum einen die Todeskantate, die noch in der Bonner Zeit Beethovens komponiert wurde, passend zu dem Tag, Ewigkeitssonntag. Und als Abschluss die Messe in C-Dur für Chor, Orchester und Solisten. Musik.